Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mass Effect 1. Wir sind jetzt hier im Menü gerade so, denn ich sehe gerade das Squad aufblinken, denn wir haben, denke ich mal, alle so gut wie möglich ein Level up. Und guck mal, man vorbildlich ist so langsam sich am Füllen. Ob das einen Unterschied macht, wenn das hier hinten am Ende ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, abtrünnig ist halt noch relativ wenig, was ganz gut ist, denke ich mir mal. Und wir haben noch zwei Punkte. Ich überlege gerade, wo rein ich das skillen werde. Ich denke mal, Kampfpanzerung vielleicht. Es gibt aber auch noch Sturmangriff, also mehr Waffenschaden. Und Fitness wäre auch noch möglich. Und Sturmpionier übrigens auch noch. Dann machen wir erstmal den letzten auf Sturmpionier. Dann haben wir den schon mal fertig. Ja, komm, geh weg. Warum geht er nicht? Achso. Und Fitness, in der Gesundheit können wir später machen. Waffenschaden klingt ganz gut eigentlich. So. Elenco, wie sieht's bei dir aus? Du hast noch einen Punkt. Du gehst auf Werfen. Und Tali, du hast vier Punkte. Basispanzerung, dann bist du damit fertig. Und auf Pistole. So. Ich denke mal, dann war's das erstmal so an sich. Wir sind jetzt hier auf dem... War das der richtige Spielstand, den ich geladen habe? Nee, das war nicht der richtige Spielstand, den ich geladen habe. Lol. Ups. Ich wollte gerade sagen, hier hatten wir aufgehört in der letzten Folge. Genau, da kann ich mich nämlich noch hier dran erinnern. Ups. Okay, ich mache das mal kurz im Schnelldurchlauf. Was hatten wir? Sturmpionier hatten wir, ne? Und, oh Gott, was hatten wir denn eben jetzt? Das da hatten wir. Bei Elenco war es Werfen und bei Tali war es einmal auf Basispanzerung und auf Pistole. Sorry, Leute, das ist gerade ein bisschen peinlich. So. Kann ja mal passieren. So, wir sind jetzt hier. Wir haben in der letzten Folge mit der Affenkolonie zu tun gehabt und wir müssen uns jetzt noch weiter mit beschäftigen. Abgestürzte Aufklärungssonde. Das war da, wo wir eben waren, wo die in der Ecke lag, glaube ich. Und dann fahren wir einfach mal zum Zielort geradeaus. Naja, nicht ganz geradeaus, aber irgendwo in diese Richtung. Da war die Sonde. Können wir damit noch was machen? Ich glaube nicht, aber wir können mal gucken. Genau. Oh, ab in diese Richtung. Hier müsste jetzt die zweite Affenkolonie sein. Genau. Ich parke mal hier. Ich weiß zwar nicht, ob es intelligent war, da oben zu parken, aber... Nein, ich will die doch nicht erschießen. Der Affe hat nichts. Der hat auch 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 nichts. Das waren alle, ne? Genau. Ich möchte die Affen ruhig am Leben lassen. Die haben mir ja nichts getan. Ne? Also warum sollte ich die denn dann umhauen wollen? Oh, so ein schöner Himmel hier. Ja, fahren wir einfach mal zur nächsten Affenkolonie. Wir müssen einer nach der anderen jetzt abrasen. Ich glaube, da hoch kommen wir nicht. Ich fahre mal außen rum, wenn das geht. Weil da hinten ist ja so eine rote Wand. Könnte eventuell heißen, dass wir da nicht langkommen. Aber das sehen wir ja dann.
Oh, die Affenkolonie müsste dann hier hinter dem Berg irgendwo sein. Die nächste. Da oben. So, gucken wir mal, was ihr habt, ne? Habt ihr was dabei? Der hat nichts. Der hat auch nichts. Der hat auch nichts. Der hat auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. Der hat auch nichts. Hier ist eine Forschungsstation oder so. Der hat auch nichts. Und gucken wir da mal rein, wa? Wenn wir hier schon mal sind. Man weiß ja nie, was wir hier finden werden. So, einen Moment. So, nur mal kurz gespeichert. Man weiß ja nie, was man hier drinnen begegnet, ne? Ach, hier sind auch Affen. Okay. Der hat nichts. Der hat auch nichts. Hier haben wir Medizinkit. Nehmen wir mal mit. Hier haben wir leichte Dechiffrierung. Wunderbar. Alles mitnehmen. Und dann gucken wir mal weiter. Ob es hier nur friedliche Wesen drinne gibt oder ob es hier auch Gegner gibt. Der hat nichts. Oh, leichte Dechiffrierung nochmal. Auch alles mitnehmen, was wir kriegen können. So, hast du was? Nein. Kiste auch mitnehmen. Also halt das, was drin ist, nicht die Kiste, die brauchen wir nicht. Dass überall so Plasmazellen stehen oder allgemein so Explosionssachen, ne? Das verunsichert mich so ein bisschen. Er hat das Datenmodul fallen gelassen. Es ist ein Alter. Wunder, dass das Datenmodul noch intakt ist. Joker kann diese Infos an das Allianzkommando übermitteln. Erschreckt mich doch nicht so. Tali hat mich voll erschrocken, als sie eben losgelabert hat. Weil ich dachte, der Affe hat eh nichts. Mann, 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 Mann. Ja. Puh, gerade noch so richtig. Lass die Affen in Ruhe. Wow, wir wurden schwer getroffen von irgendetwas. Da. Und den haben wir. Hier hinten ist auch noch einer. So, den haben wir auch. Ist jetzt hier mal Ruhe? So. Blöde geht. Geht mal weg. Hahaha, ha, ha, der war echt schwach. So, wo kommen wir denn hier hin? Hier waren wir ja noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das Sinn macht, was wir hier machen. Dass wir hier nochmal weiter gucken, aber ich denke mal, ja. Weiß nicht, vielleicht gibt es ja hier noch Affen, die wir untersuchen können, die vielleicht sogar was anderes
bei sich haben, sag ich mal. Wer weiß. So, dann gehen wir hier mal raus wieder. Ich werde die anderen Affenkolonien auch untersuchen. Einfach nur aus Sicherheit. Vielleicht liegt da ja noch was, was wir gebrauchen könnten oder so. Ne? Oh, im Endeffekt sind die knuffig, die Affen. So, ich möchte die natürlich nicht überfahren. Aber was ich mal kurz gucken möchte, ist, wo jetzt der nächste wäre. Hier, Affenkolonie. Einfach geradeaus. Dann sind wir ja schon... Dieser Himmel, ne, mit den Wolken, das sieht so cool aus. Schon beeindruckend. Auf jeden Fall. So, jetzt packt der Mako hier und jetzt können wir uns hier mal umsehen. Ah, hier sind auch Affen. Hallöchen. Ach, kann das sein, dass ich euch nicht mehr untersuchen kann? Nee, weil sie natürlich nichts mehr haben, weil wir das Teil, was wir finden sollten, ja gefunden haben. Das ist ein bisschen schade. Hätte ja sein können, dass die vielleicht noch was bei sich trugen oder so bei irgendwem. Ich weiß es ja nicht. Schade. Aber egal. Oh, hier oben ist irgendwo ein Trümmerfeld oder so. Gucken wir mal. Da. Gucken, was wir hier haben. Abgestürzte Sonde. Das war aber knapp. So, dann haben wir das auch erfüllt. Dann hätten wir nur noch die hier unten. Das ist eine Anomalie. Ich wollte mal sagen, da machen wir uns in der nächsten Folge auf den Weg. Ich mache die Folge mal ein bisschen kürzer, weil ich sehe gerade links, dass die Folge eventuell ein bisschen leckt. Muss mal gucken, ob man da was jetzt machen dran kann. Deswegen heute mal ausnahmsweise ein bisschen kürzer. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann reisen wir hier nochmal auf der Karte die Anomalie ab. Also macht es gut, bis zur nächsten Folge und tschüss.